So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen glatten, geschmeidigen, leckeren Video. Mein Name ist Kim Ortiz und das ist TZ Games. Ich bin Kim Ortiz und ich bin heute mit einem Gast hier. Ich bin Branks95. Hier. Branks ist mein Bro, weiß ich meine. Ich habe mir was Neues einfallen lassen und zwar habe ich hier diese Bohnen, Bean Buzzer oder so. Ah. Das sind so Bohnen, die unterschiedlich schmecken, so, ne? Du siehst an den Gesichtern, wahrscheinlich werden wir gleich auch so gucken. Wir werden jetzt ein paar Bohnen rausholen, ja, und versuchen, das herauszuschmecken. Kann man aufsteigen? Nein. Zu spät. Wir werden jetzt versuchen, herauszuschmecken, was nach was schmeckt. Wie machen wir? Fünf? Fünf, Bruder. Bitte zehn? Fünf. Erstmal fünf, oder? Fünf? Das? Okay, machen wir Best of Five, oder was? Best of Five, Bruder. Okay, also, best of five, let's go. Die Bohnen sind durcheinander, okay? Und wir haben nicht drauf geguckt, was nach was schmeckt. Moment, ich verstecke das nicht, okay, dass du auf die Idee kommst, zu gucken. So, okay. Wir haben hier unsere Box, wo wir dann reinspucken werden. Ne? Und dann haben wir noch ein paar Getränke, um das auszuspielen. Wie machen wir das? Beide gleichzeitig? Oder einmal du, einmal ich? Ich würde sagen, eins nach dem anderen, oder? Beide gleichzeitig? Okay, let's do this. Wie machen wir das? Nehmen wir verschiedene Boote oder nehmen wir dieselbe? Let's go. Aber warte, wir müssen richtig rein kauen. Also nicht runterschlucken. Okay, nur kauen. Einfach nur kauen, dann schmeckst du es direkt raus. Okay, und dann müssen wir sagen, was es theoretisch ist. Runde Nummer 1. Wir haben hier orange oder braune Bohnen. Tipp. Erstmal tippen. Boah, Bruder, das kannst du. Was kann das sein? Orange? Orange. Nicht? Orange, schmeckt orange eklig. Achso, so meinst du? Ja, wonach schmeckt? Vielleicht mag ich ja keine Orangen. Ich sag, das ist Kotze. Ja, Kotze kann gut sein, ja. Lange Rede, gar keinen Sinn. Let's go. Warum mach ich das überhaupt? 3, 2, 1. Oh mein. Was ist das? Das ist eigentlich ganz lecker. Das schmeckt wie ein Furz. Schmeckt nicht schlecht. Du würdest gerne einen Furz essen oder was? Weiß ich, wie schmeckt. Das war so süß, nicht so ein süßer Furz. So. Weißt du, wie schmeckt? Was ist das? Milch? Vergammelte Milch? Furzmilch. Hey, das sind Eier. Meinst du? Aber meinst du, die schmecken genau gleich bei uns oder sind die alle dieselben oder nicht? Weil ich hab das gerade am Zahn, ich leck gerade rüber. Ja. Ich sag so, das war ein Furz. Ja, es kann gut hinkommen. Hast du es runtergeschluckt? Ja, ist weg. Runde Nummer 2. Okay, die schwarzen. Boah, Black Lives Matter, ich glaube, ich glaub mal, das sehen wir uns zum Schluss auf. Ja, okay. Ich würde mal sagen, die gelben. Gelben? Ja, bro. Okay. So schaut ihr aus. No cap, ich sag echt, das ist Kotze. Das wird auch sagen, Kotze. Ich halte mich schon bereit. Mein Drink ist da. Also ja, ich nehme meine kleine Box. 3, 2, 1. Hä? Hm. Hä? Ich will nicht weiterkauen. Aber. Ja. Was ist das? Eine Taube? Mhm. Na gut. Das Ende schmeckt mir nicht. Ah, das ist echt ekelhaft. Ah. Anfangs eine Taube, ja, könnte hinkommen, glaube ich. Eine tote Taube. Also ich habe noch nie eine Taube probiert, aber so wenn, dann das, ja, so schmecken, ne? Würde ich auch sagen. Boah, die haben der Nachgeschmack ist ganz. Naja, mir ist kalt. Kennst du das? Die ist kalt. Diese kalte Rücken. Mhm. Bisher sind sie nicht so schlimm, die zwei gewesen, aber. Die waren jetzt nicht katastrophal, also aber das ist halt okay. Eklig. Aber immer widerlich. So, was sagst du? Ich würde diese milchigen nehmen, oder? Diese gelben? Ja, diese gelben milchigen. Okay. Die sehen aus wie Eiter. Ah, Bruder. Stell dir mal vor, das ist Eiter. Let's do this. Dritte? Ja, Mann. Ich würde mal sagen, das sind Socken. Ich sag Eiter. Auch wenn es Eiter? Wonach schmeckt Eiter? Hast du schon mal... Nein? Nein, hab ich noch nicht. Ich auch nicht. Du hast. Ich nicht. Du hast. Nein, hab ich nicht. Okay, dann nicht. 3, 2, 1. Ey, das ist. Wie schafft man es in der Industrie, künstliche Geschmäcke so herzustellen? Nee, es ist für mich ein Mysterium. Wie kann man sowas künstlich herstellen? Es muss doch irgendjemand geben, der es probiert hat, dachte ich so: Ey, lass mal unsere ganzen Maschinen so funktionieren, also, dass es so schmeckt. Das ist.
Es ist Wahnsinn. Ich glaube mal, dass es vergammelt. Alter! Oh. Nachgeschmack? Mir ist kalt schon. Ich glaube, das ist so vergammelte Milch. Ich glaube, das ist vergammelte Milch. Oder das schmeckt echt wieder nicht. Bro, Bro, das ist Teufel. Bruder, ich schmecke das in meinen Gaumen. Letztes sind die Schwarzen. Der Schwarze. Dementsprechend. Immer die braunen. Vielleicht sollten wir sogar verlängern, weil die drei bisher waren zwar eklig. Ja, würde ich auch sagen. Aber es war jetzt nicht so ein Finisher-Mode. Würde ich auch sagen, ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Was sagt ihr? Sollen wir nochmal was draufhauen? Ja, ne? Okay, ja, safe. Ich sag das braune. Braune? Ja. Bruder, ich sag dir ehrlich, das ist entweder Kacke oder das ist Hundefutter. Ich sag dir so, Bruder. Kacke, keine Ahnung. Oder Hundefutter ist echt ein Limit. Wenn, Bruder, wenn es Hundefutter ist? Wenn es Hundefutter ist, dann war das, glaube ich, die letzte Bohnen. Dann war das safe. Mein ganzes Leben, ich esse nicht. Ich esse nie wieder Bohnen, allgemein. Ich sag... Aber Bruder, wenn es Kacke ist, ist es schon krass. Wenn es Hundefutter ist, auch nein, Bruder, krass. Hundefutter ist das eine, aber Kacke wäre echt... Du lachst, Bruder, jetzt lachst du noch. Aber wenn es Kacke ist, Bruder, das ist scheiße. Das ist ein Experiment. 3, 2... 1. Let's go. Ja, ich wusste es. Okay, das war's. Bro, niemals. Das war jetzt echt Hundefutter. Alter, Bruder, das war Hundefutter, ganz klar. Das ist Hundefutter. Das war Hundefutter. Ich glaube, die haben es nicht mehr verarbeitet. Ich habe Hundefutter reingemacht. Bro, das war Hundefutter. Bro, das war Hundefutter. Das war garantiert Hundefutter. Bro, das war Hundefutter. Deluxe. Bro, wirklich. Das war Pedigree, irgendwas in der Art. Das war Hundefutter. Das war, wie machen die sowas? Bruder, das frage ich mich. Hey, wie kann man sowas künstlich herstellen? Mir ist gerade schlecht. Bruder, das ist Wahnsinn. Ehrlich. Wie viele haben wir jetzt gemacht? 4, ne? 4. Ich würde sagen, wir machen noch 2. Ja, 2. Würde ich auch sagen. Bruder, ich würde sagen, die hier. Okay. Let's do this. Was sagst du? Alles gut. Nimm mir Liebe. Wir haben hier weiß, so irgendwas grün, gelb gespendet. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. 3, 2, 1. Das ist noch süß. Ich will es identifizieren. Zitrone. Tatsächlich schmeckt französischer Käse manchmal so. Ich esse ja ziemlich gern Ziegenkäse. Du hast immer noch im Mund. Mhm, du auch. Okay, ja, das reicht. Was ist? Ich nehm's alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Was ist das denn? Ich nehm alles zurück, was ich. Ich nehm alles zurück. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Bro, es so. Bro, warte mal kurz. Was geht ab? Was ist das? Was? Hey, was war das? Bruder, ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Diese Box stinkt so krank. Ey, ich weiß nicht. Das ist geisteskrank, Freunde. Diese Box stinkt einfach. Es ist widerlich, widerwärtig, ehrlich. War das Bruder, Kotze von kleinen Kindern oder was war das gerade? Sowas können sie extrahiert haben, kann schon sein. Extra was? Extrahieren. Was ist das? Kann ich das erklären? Was ist extrahieren? Extrahieren ist, wenn du etwas rausziehst. Du kannst zum Beispiel... haben die den gelben Hasen schon, den SpongeBob haben wir schon? Den SpongeBob haben wir noch nicht. Du entscheidest es, du entscheidest es. Ja, ja, nehmen wir den... Nein, ich will den rosa nennen. Ich will den rosa nennen. Ja. Okay, rosa. Rosa, Bruder. Oder rosa. Was könnte das sein? Rohstück Fleisch? Fisch? Fisch? Countdown läuft. Lange Rede, gar keinen Sinn. Auf geht's. Du zählst mal, nicht wahr? 3, 2, 1, let's go. Also ehrlich, Putz. Das ist ja... Putz. Mir ist schwarz vor Augen, warte mal kurz. Das ist gar... Ich schwöre, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Was hab Bruder. Ich für eine Idee gehabt, Mann? Oh. Hey, Bro, mir ist heiß. Bruder, nee, Mann, das war... Hey, disgusting. Das... Oh, nee. Bruder. Aber, ich sag trotzdem ehrlich, persönlich, für mich persönlich war es Nummer 2. Nummer 1 war für mich Hundefutter. Ey, Hundefutter, warte, ich kann nicht mal reden, ohne dass mein Mund so ekelhaft schmeckt. Ey, ich hab safe Mundgeruch. 100% hab ich Mundgeruch. Guck mal an. Nein. Was?
Mein Nasenloch stinkt gerade. Oder du stinkst, ich rieche es ja. Ich bin neben dir. Du auch. Nö, du stinkst nicht. Aus deinen Ohren. Ey, das stinkt so krank, dass. Also ich habe Mundgeruch. Also El Mundi, krank. Ich habe gerade unnormalen Mundgeruch. El Mundoloch. Grande. Grande. Ich hab's erst gesagt. Tengo Mundolo. Mucho grande. Ganz groß. Final Move, oder was? Ja, Final Move, Bro. Einfach schmeckt einfach so ekelhaft. Dementor. Du isst jetzt einfach ein Dementor aus Harry was Potter. Was ist ein De was? Dementor? Das sind diese Geister bei Harry Potter, die deine Seele aussaugen. Ah, okay. Ich glaube, das ist was Totes. Fisch. Du hast mir noch mal eine Story erzählt vom Fisch, ne? Boah, Bruder. Ey, Fisch. Vergammelter Fisch. Ist das Schlimmste, was ihr in deinem ganzen Leben riechen könnt. Ey, das ist. Du lachst, Bruder. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich geweint habe. Weil ein Geruch. Bruder, ey, vergammelter Fisch in der Sonne. Wow, ich sag Fisch, bro. Fisch? Yeah. Ja. Ja, doch. Nein, nein. I go for this one, bro. Für Fisch? Ja. Yeah. 3, 2, 1, let's go. Das ist echt eklig, aber ich weiß noch nicht, warum es eklig ist. Ich find's lecker. Was ist das? Mein Mund ist schon taub, Alter. Es ist mega süß. Ja, sehr süß. Der Nachgeschmack ist auch süß. Bro, ich bin gespannt, was dabei rauskommt am Ende. Bin ich auch mal sehr gespannt. SpongeBob haben wir noch nicht. SpongeBob haben wir nicht. SpongeBob haben wir noch nicht. Oh ja, die müssen wir probieren. Ach komm, da darf uns das nicht so wehtun. Bitte, Sponge. Ich sag irgendwas. Das ist aber schwieriger. Zitrone fällt mir natürlich nur ein. So ein alter Schwamm oder so. Alter Schwamm? Ein alter Lappen, so ein stinkiger alter Lappen. Ich will wieder alter sein, aber irgendwie komme ich immer auf alter eigentlich. Wie stinkt. Ach, egal. Ich will gar nicht. Ich will es gar nicht mal wissen. Ich sag Socken. Socken? Socken. 3, 2, 1, low. Okay. Ich glaube, ich muss nochmal gucken. Gott. Ich komm nicht klar, Bro. Das waren echt Socken. Socken, ne? Oh mein Gott. Mhm. Ey, Bro, das war's. Au. Oh. Schmeckt nicht mal mehr. Oh. Kegeschmack. Kegeschmack. No me gusta, no me roso. No. No me gusta. No. Ja, aber irgendwas Ekliges muss doch mal dabei sein. Ey, es war doch ekelhaft. Natürlich, aber du hast es genossen. Du hast gegessen, das ist ein Kaugummi. Überhaupt nicht. Das war Skittles. Nein. Doch, du hast richtig genossen. Nein, das war das allererste. Du hast genossen. Nein, habe ich nicht. Genossen. Habe ich nicht. Lüge. Vielleicht ein bisschen. Eben. Okay, das ist wirklich der letzte, okay? Last das one. Ist wirklich last allerletzte. One. Ich schwör, wir machen das gerne für euch, aber wir leiden gerade, okay? Eben. Ich sag irgendwas mit Eier. Vergammelte Milch. Milch? Entweder Milch oder Eier. Eier. Eier können gut hinhauen, ja. Tatsächlich, ja, würde ich auch sagen. Eier können da echt gut hinkommen. Ja. 3, 2, 1, let's go. Ah, Milch. Oh mein Gott. Oh mein. Wieso hast du immer noch im Mund? Ha? Hast du runtergeschluckt? Nein. Lüge. Ich wollte es einfach wissen. Aber ich weiß es auf jeden Fall. Oh, meine Hände stinken sogar. Ja, moin Freunde, das war's gewesen mit einem glatten, geschmeidigen, leckeren Video hier aus meinem Zimmer mit Pranks. Das war eklig. Das war sehr eklig. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren runterschreiben, was wir als nächstes machen können. So ist mein Partner, feel me. Ihr könnt gerne mal reinschreiben. Instagram von ihm ist auf jeden Fall in der in der Box Beschreibung. Mark hier, ihr wisst Bescheid. Pranks95. Freunde, bis zum nächsten Mal. Bald ist wieder Sneaker Talk dran. Idiotest, Teaser Question, whatever, ich komm überall hin. Ich meine, ich muss jetzt erstmal mich ausruhen. Ja, auch. Schön, sag mal, sag es mir egal, sag was mir. Mein Mund schmeckt nicht. Wir können sagen, dass dein Mund jetzt stinkt und. Dein Mund stinkt noch viel mehr. Ja, deine Ohren auch. Stinkt. Das ist gut, Mann.